Einen wunderschönen guten Abend heute zu unserem, jetzt war ich gerade abgelenkt, Verzeihung, heute zum Bilderall TV Live Training zum neuen E-Learning. Bevor ich loslege, die jetzt wirklich live schon dabei sind, dazusehen, lasst mich bitte ganz kurz wissen, ob der Ton passt, ob man mich sehen kann. Ich persönlich kann mich hier bereits sehen, auch der gewissen Ton scheint zu passen. Ich mache mir gerade nur Sorgen, ob der Chat funktioniert. Perfekt, sind wir da, alles gut. Ihr Lieben, heute geht es in einem kleinen, raschen Live-Training, um eben die neue E-Learning-Plattform, für die, die noch nicht reingeschaut haben, für die, die noch nicht wirklich sich dazu durchgerungen haben, irgendwas mit einem eigenen Online-Kurs zu machen, hier heute perfekt, denn es hat sich viel getan für die Leute, die einfach schon ein bisschen länger dabei sind. Es hat sich sehr, sehr viel getan bei Bilderall im E-Learning-Bereich. Der alte E-Learning, das alte E-Learning-Tool war jetzt nicht der absolute Oberburner. Es war nutzbar, aber die neue E-Learning-Plattform ist definitiv eine ganz andere Hausnummer. Und es ist wirklich so, dass man da steht und sagt, okay, das kann wirklich was. Also man ist hier wirklich in der Lage herzugehen und zu sagen, okay, ich kann meinen eigenen Online-Kurs erstellen. Ich habe die Möglichkeit, das Ganze zu optimieren, sowohl auf Desktop als auch auf Handy. Ich habe die Möglichkeit, das anzubinden an den Super-Checkout. Und wer heute im Weekly Newsflash dabei war, hat mitbekommen, dass wir auch die Möglichkeit haben, das jetzt direkt mit dem Member-Bereich zu koppeln, sodass man das Ganze noch einfacher machen kann. Ich teile jetzt hier einfach mal ganz kurz einen Bildschirm. Sollte man jetzt, glaube ich, auch sehen können, denn das ist eine Variante. Du siehst, ich habe hier ein bisschen mit Farben gespielt für einen Online-Kurs, wo du wirklich die Möglichkeit hast zu sagen, okay, das Ganze sieht vernünftig aus. Das Ganze ist, ich werde jetzt hier das mal ganz ein bisschen kleiner machen, das Ganze ist responsive, ja, bedeutet, du hast hier wirklich die Möglichkeit, das vernünftig auch am Handy anzeigen zu lassen, was ja in der heutigen Zeit wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und du hast die Möglichkeit auch, die Darstellung dementsprechend vernünftig sich anzeigen zu lassen, anzupassen an seine Farben, anzupassen an seine CI, an seinen Auftritt einfach und dementsprechend wirklich sehr schick. Wir schauen direkt rein in, switche ich das mal rüber, damit ich die Fragen sehe, sollten sie auftauchen, in die neue E-Learning-Plattform. Es wird dir auffallen, es sieht aus wie die Webinar-Plattform von der Optik, auch bewusst so gehalten, um einfach sich mit den ganzen Tools auch wirklich zurechtzufinden, soweit möglich. Und hier haben wir wirklich die Möglichkeit, dass wir sagen können, okay, es wird vom gleichen Team programmiert, nämlich von unserem russischen Programmierteam. Und es sieht wirklich auch schick aus und ist einfach im Handling. Wichtig ist jetzt hierbei zu wissen, es gibt einen Teil der Plattform, der übersetzt wird. Und es gibt einen Teil, den du selbst übersetzen musst bzw. kannst, okay? Und zwar in jeder beliebigen Sprache, okay? Und dazu klickst du hier in der Übersicht einfach auf den Übersetzungsbutton, gehst auf Neue Übersetzung hinzufügen, gibst hier einen Namen ein, ja, nämlich den Namen der Sprache und hast dann die Möglichkeit, so wie hier, die ganzen einzelnen Wörter und kleinen Textphrasen selbst zu übersetzen und zwar so, wie du das möchtest, so wie du das brauchst und so wie es, ich sage jetzt mal, vernünftig aussieht. Okay? Diese Texte sind eben dafür geeignet oder werden im Frontend dargestellt,
Und somit hast du wirklich die Möglichkeit zu sagen, okay, du hast jetzt nicht nur Englisch und Deutsch und vielleicht Italienisch noch, ja, was wirklich übersetzt wird bei Bilderall, sondern du kannst hier auch, keine Ahnung, Russisch, Polnisch, Dschimbuktianisch einstellen. Also wirklich im Grunde überall hin verkaufen, beziehungsweise in jeder Sprache das Ganze angeben. Okay? Hier sieht man dann die eigenen Kurse aufgeführt, aufgelistet. Ja, es ist wie beim Webinar auch. Du hast die Möglichkeit, den Kurs zu bearbeiten. Du hast die Möglichkeit, hier den Einbettungs- oder Aufruf-Link zu erhalten. Ja, klick mir hier drauf, kommt mir direkt in den Kurs. Okay. Du hast die Möglichkeit, Kursdaten abzurufen, sprich, du siehst hier einen Posteingang, weil in dieser E-Learning-Plattform kannst du aktivieren, dass deine Kursteilnehmer Nachrichten an dich senden, ja, wenn sie Fragen haben, etc. pp. Dann siehst du die hier. Du siehst hier eine Liste all deiner Teilnehmer und du siehst hier Testergebnisse von den Leuten, die einen Test abgeschlossen haben. Okay, es ist ganz, ganz wichtig. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, den Kurs zu kopieren, zu transferieren, sprich, du kannst einen Kurs für den Kunden fertig machen und kannst den dann einfach rüberschicken oder den Kurs zu löschen, was ich nicht unbedingt machen würde, denn wenn du jetzt hier auf OK klickst, ist der Kurs wirklich weg. Okay? Neuen Kurs erstellen wir einfach hier, indem wir den Namen eingeben. Bilderall TV, Live-Training. So. Hier gibst du den Namen des Kursleiters ein und du wählst hier aus verschiedenen Kategorien. Ja, du hast hier die Möglichkeit, aus vorgegebenen Kategorien zu wählen oder, so wie es ich hier gemacht habe, ja, du legst hier eigene Kategorien an über den Reiter Neue Kategorie. Klickst dann auf Weiter, hast hier die Möglichkeit, ein Icon hochzuladen, was einfach immer und überall angezeigt wird. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal den Marco. Ne, nehmen wir das hier. So. Wird dann hier eingebunden. Dann gehst du auf Weiter und klickst auf Neuen Kurs erstellen. So, und hier auch das hier, ja, kennt jeder, der mit der Webinar-App in Bilder schon gearbeitet hat. Denn hier findest du im Grunde die gleiche Optik wie in der Webinar-App auch. Bedeutet, du gehst von allgemein über den Part Kursleiter zum Part Registrierung und Sicherheit zum Part Module, FAQ, Abschlusstest, Zertifikat und zum Theme Editor. Da kommen wir ganz am Schluss noch drauf. Hier natürlich ganz wichtig, du hast hier die Möglichkeit, eine Kursbeschreibung hinzuzufügen. Du kannst hier auch ja, Dinge hervorheben, hast hier einen schönen kleinen, einfachen Texteditor. Hast hier die Möglichkeit, die Kurssprache zu wählen. Du kannst hier angeben, wie lange der Kurs circa dauert, ja, zum Beispiel 9,5 Stunden. Hier aktivierst du, ob deine Kursteilnehmer dir schreiben können oder nicht. Wenn du sagst ja, dann ist das auch standardmäßig aktiviert. Du hast auch die Möglichkeit zu sagen, okay, die Leute können dir eine E-Mail schreiben, ja, das heißt, hier kommt deine E-Mail rein. Okay? Und sobald jemand über die Seite eine Frage stellt, eine Nachricht an dich schickt, bekommst du die in der Übersicht, wie wir sie vorhin gesehen haben, aber eben auch hier als E-Mail. Du hast zusätzlich die Möglichkeit, eine Suchfunktion anzeigen zu lassen. Das funktioniert aber nur, wenn keine Registrierung notwendig ist. Ja? Also sprich, wenn es ein offener Kurs ist. Bei Kursleiter, ganz klar, da kommt, ja, da kommst du rein. Sprich, hier lädst du dein Bild hoch, gibst den Namen an und hast hier noch die Möglichkeit, deine Erfahrungen reinzugeben. Ja? Bilderall, Video, Software, Megatyp einfach und was und noch mehr. Okay? Das wird dann auf der Seite angezeigt und genauso im Grunde wie in der Webinar-App ist es nicht notwendig, irgendwo auf Speichern zu klicken.
Es gibt einen Speichern-Button, aber ich bin ehrlich zu dir, da passiert nichts. Denn in dem Moment, wo du hier schreibst und die Maus woanders hin bewegst, ist das Ganze schon gespeichert. Ja? Ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Unter Registrierung und Sicherheit. Und du siehst, ich raschel hier gerade durch, weil es so einfach eigentlich ist, ja. Und das ist wirklich das, warum ich glaube, dass Buildall mit dieser neuen E-Learning-App ein riesengroßer Wettbewerber für viele bestehende Kursmodule oder Kurstools da draußen ist, weil es wirklich super, super einfach ist. Okay? So, du kannst hier jetzt entscheiden, ob der Kurs offen ist für jeden. Bedeutet, jeder, der auf die Kursseite drauf geht, kann den Inhalt sehen und kann wirklich auch den Kurs durchlaufen. Du kannst hier sagen, Registrierung ist benötigt, um die Kursinhalte sehen zu können. Das lassen wir jetzt einfach auch mal. Oder du gehst her, und das finde ich am besten eigentlich, ja, manche Inhalte benötigen Registrierung, andere nicht. Bedeutet, wenn du jetzt hergehst und sagst, du hast zum Beispiel 7, 8 Module, und die ersten, keine Ahnung, das erste Modul soll frei sein oder in jedem Modul soll eine Lesson, also eine Kurseinheit frei sein, damit man einfach so eine Art Vorgeschmack bekommt, ja, und der Rest eben nicht, dann machst du das hier. Okay? Wenn du auswählst, Registrierung schließen, das ist ganz, ganz wichtig, dann können sich keine Leute über die Kursseite anmelden. Okay, bedeutet, sobald jemand auf deine Kursseite geht, siehst du ja normalerweise, oh, jetzt haben wir das hier nicht mehr, mal rufen wir nochmal auf. So, so schaut unser Kurs direkt zu Beginn schon aus. Ja. Jetzt hast du hier einloggen und registrieren. Okay, wenn du aber sagst, Registrierung schließen, ja, und ich lade die Seite nochmal neu, dann siehst du, gibt es keinen Registrieren-Button mehr. Bedeutet, die Leute können sich für deinen Kurs nicht registrieren und dadurch, dass er gesperrt ist oder zu einem Teil, können die Leute nichts machen. Sie müssen den Kurs also erst woanders kaufen. E-Mail-Bestätigung benötigt, das ist neu, deswegen ist hier noch keine Übersetzung, wird nachgebessert. Bedeutet im Grunde, die Leute müssen ihre E-Mail-Adresse bestätigen, damit sie Zugriff auf den Kurs bekommen bzw. sich wirklich einloggen können und die Accounterstellung aktiviert ist. Okay? Ganz, ganz wichtig. Wenn du sagst, nö, brauche ich nicht, dann lässt es aus. Wenn du sagst, ja, sicher ist sicher, dann aktiviere es. Ich persönlich würde es nur aktivieren, wenn die Person, wenn es ein freier Kurs ist, also ein Kurs zumindest ohne Bezahlung. Okay? Denn wenn es mit Bezahlung ist, werden die Leute eh ihre richtige E-Mail angeben im Kaufprozess. Ja? Dementsprechend sage ich jetzt einfach mal, nö, kann man weglassen. Okay? Eigene Registrierungs-URL, das wäre jetzt im Grunde die URL, wo du den Super-Checkout einbindest. Ja? Bedeutet, wenn du den Kurs verkaufen möchtest, dann gibt es hier eine Möglichkeit im Grunde, den Super-Checkout zu verwenden, um in E-Learning einen Account zu erstellen. Und dann würdest du hier den Link zur Website hinterlegen, damit die Leute im Grunde trotzdem kaufen können. Und das ist jetzt der wichtige Punkt, auch wenn du hier Registrierung schließen aktiviert hast, ja, dann können die Leute zwar jetzt hier im Grunde sich nicht registrieren, aber es ist trotzdem eben die Möglichkeit, sich einen Account zu erstellen durch den Kauf, sprich durch den Super-Checkout. Okay? Für den Fall, dass du einfach dastehst und sagst, okay, ich möchte den Super-Checkout nicht als eigene URL, sprich so wie hier, haben, sondern der Super-Checkout soll zum Beispiel nur eingebunden werden können in meinem Member-Bereich und sonst ist der nicht erreichbar. Okay, dann würdest du hier deine Domain bzw. die Domains eingeben. Das heißt zum einen die Cheetah Editor URL, also cheetaheditor.buildall.com, aber eben auch zum Beispiel deinen Member-Bereich. Ja, zum Beispiel hier, keine Ahnung, member.marcovandrova.com. Enter. Zum Beispiel. Okay, und das bedeutet jetzt, wenn ich das so mache,
und den Kurs im Grunde so aufrufen möchte, dann steht hier, dieser Kurs kann nicht angezeigt werden. Okay? Es ist genau die gleiche URL wie vorher, aber du kannst hier nichts anzeigen lassen. Und das ist hier ein wichtiger Punkt, denn auch im Quelltext, also es geht nichts. Dieser Kurs ist jetzt komplett abgesichert. Und das ist ein neues Feature in diesem Ausmaß, in dieser Form. Und damit stellst du einfach sicher, dass wirklich niemand den Kurs aufrufen kann, wenn er irgendwie anderweitig auf den Kurs zugreifen möchte. Okay, wenn ich das jetzt wieder herausnehme, jetzt habe ich den Kurs, jetzt habe ich die URL gelöscht. So, jetzt machen wir sie wieder auf. Dann ist der Link wieder aufrufbar. Okay, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn somit kannst du wirklich, wirklich sicherstellen, niemand kann den Kurs für lau anschauen. Okay? So, zu den Modulen und Einheiten kommen wir gleich. Gehen wir erst weiter zu den FAQ. Okay, du hast hier einen Punkt, der nennt sich FAQ. Und hier hast du jetzt die Möglichkeit herzugehen und zu sagen, okay, keine Ahnung, wie lange habe ich Zugriff auf den Kurs? Für immer. Aus die Maus. Frage hinzufügen. Neue Frage, was könnte mir noch wichtig sein? Keine Ahnung. Kann ich auch in Raten bezahlen? Fragezeichen. Nein, das ist nicht möglich. Hör auf zu schnorren. Dritte Frage. Gibt es Aufzeichnungen? Fragezeichen. Das ist nicht notwendig, denn sämtliche Inhalte wurden im Vorfeld professionell getätigt und werden zeitgesteuert zur Verfügung gestellt. Was auch immer. Ja? Also du kannst jetzt hier einfach ein paar Fragen hinzufügen. Okay. Und du siehst, ich klicke hier nicht auf Speichern, sondern ich gehe einfach nur rüber, drücke einmal F5 und das Ganze ist schon da. Okay, das heißt, du hast dann hier wirklich deine FAQ und die Leute können im Grunde Antworten auf ihre Fragen bekommen. Okay? Abschlusstest und Zertifikat ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn viele wollen wirklich professionell den Kurs anbieten. Ja? Viele wollen da, stehen da und sagen, okay, wenn du den Kurs abgeschlossen hast, dann bekommst du, erfolgreich abgeschlossen hast, dann bekommst du ein Zertifikat. Ja? Und das gibt es zum Beispiel nur bei, keine Ahnung, 100% der richtigen Antworten. Okay, du kannst hier auswählen, eben richtige Antworten in Prozent oder Anzahl an richtigen Antworten, je nachdem. Ja? Wenn du jetzt 10 Fragen hast, und du hast im Prozent angegeben, dann wird halt runter kalkuliert, wie es passen würde. Und wenn du aber sagst, okay, Anzahl von richtigen Antworten und du hast 10 Fragen, dann musst du halt hier 10 reinschreiben. Okay? Da geht es hier um die Punkte und hier hast du dann die Möglichkeit, die Fragen hinzuzufügen. Okay? Das heißt, du kannst hier auswählen zwischen Schnellantwort, richtig und falsch, also Ja und Nein Antworten, oder mehrere Antworten. Ja? Macht für mich ein bisschen weniger Sinn, denn ja, muss man selbst wissen. Ja? So, hier hast du die Möglichkeit, die Frage reinzustellen. Keine Ahnung, was ist richtig? Und jetzt gibst du hier die Antwort ein, zum Beispiel nichts. Ja? Und wenn jemand jetzt, keine Ahnung, Müllermilch schreibt, dann stimmt das nicht überein mit dieser Antwort und dementsprechend würde es hier keinen Punkt geben. Hier legst du die Anzahl der Punkte fest, die diese Frage gibt. Okay? So, wenn du jetzt hier als Antwort einen ewig langen Satz geben würdest, dann wird das immer als nicht richtig gewertet, denn es muss hier wirklich genau übereinstimmen. Ja? Genauso bei richtig oder falsch ist jetzt natürlich auch richtig. Ja, was ist richtig? Antwort ist zum Beispiel, keine Ahnung, Marco ist toll. Ja, und du klickst Ja
dann wird nur die richtige Antwort, nämlich der Klick auf wahr, gewertet und natürlich nicht, wenn er auf falsch klickt. Okay? So, und hier kannst du neue Fragen hinzufügen, so viele du möchtest. Und du kannst hier dein Zertifikat einstellen. Okay? Es gibt aktuell 5 verschiedene Vorlagen in Farbe. Ja, es werden natürlich noch weitere kommen, aber aktuell haben wir zum Beispiel die hier und die wird dann verwendet für das Zertifikat. Okay? Den Theme Editor schauen wir uns auch später an. Hier ist aber wichtig, meiner Meinung nach unbedingt hier die Checkbox wegmachen, nämlich den Kursteilnehmern erlauben, das Design hier selbst anzupassen. Du siehst hier so ein Drehrad, okay? Und wenn die Leute da draufklicken, können sie im Grunde alles selber ändern und anpassen, wie sie es gerne hätten. Ja, sowohl von den Farben als auch von allem drum und dran. Wenn du jetzt das aber deaktivierst hier, dann erscheint es hier nicht mehr. Das heißt, so sollte es meiner Meinung nach sein. Ja, die Leute müssen dein vorgegebenes Layout verwenden und das hast du so, wie du es möchtest. Okay? Also von der Seite würde ich definitiv deaktivieren. Display Progress of Lessons to Students bedeutet im Grunde nichts anderes wie, dass du deinen Kursteilnehmern hier oben eine Progressbar, also eine Fortschrittsbar anzeigst, wo sie im Grunde sehen, okay, wie viel Prozent etc. habe ich jetzt von diesem Kurs abgeschlossen. Okay? Ihr Lieben, wenn ihr Fragen dazu habt in den Chat, dann schaue ich mir die an. Okay? So. Hier haben wir dann noch die Möglichkeit, unterm Theme Editor einzustellen, wie die Startseite hier, ja, also diese Seite aussieht. Das ist der Standard. Okay? Du kannst aber auch hergehen und kannst sagen, okay, du verwendest hier einen Iframe. Das ist auch neu, finde ich richtig cool. Du kannst hier eine URL angeben. Das machen wir jetzt einfach mal. Machen wir, keine Ahnung, HTTPS. Doppelpunkt, Backslash, marcovantrober.com. Okay? Und jetzt sollte, ich habe es noch nie ausprobiert mit dem Iframe, gucken wir mal, aber ich denke, es sollte passen. Ja. Also, hier wird jetzt im Grunde der Inhalt einer anderen Seite angezeigt. Wozu kannst du das jetzt nutzen? Ja? Hier ist es jetzt natürlich blöd, weil wir hier im Grunde jetzt nur eine Landingpage haben, ja. Aber jetzt gehen wir einfach mal einen Schritt weiter und gehen davon aus, nehmen wir jetzt mal hier diese URL. Dass wir diese URL hier einbinden wollen, weil wir den Leuten wirklich auch Infos zum Kurs geben wollen. Okay, nehme ich hier direkt auf der Kursseite, dann würden wir das Ganze jetzt hier einfach nochmal neu laden. Und hier würden jetzt die Leute dann im Grunde eine komplette Website sehen, die du hier anbietest. Natürlich kannst du aber auch hergehen und sagen, okay, ich will hier keine Website, sondern ich möchte hier ein Video anzeigen lassen, zum Beispiel von Vimeo, von Vidello etc. pp. Dann kannst du das natürlich auch machen, aber du hast dann auch die Möglichkeit herzugehen und zu sagen, okay, ich brauche kein Video, sondern ich brauche nur eine Grafik. Ja, dann klickst du hier drauf, wählst du deine Grafik aus. Nehmen wir zum Beispiel mal, ja, nehmen mal die hier. So. Jetzt wird das hochgeladen, aktiviert. Ich lade die Seite nochmal neu und habe jetzt hier im Grunde in Vollbild die Grafik, die ich gerade ausgewählt habe. Okay? Nochmal, wenn du das verkleinerst, ja, passt sich das an, genauso wie es sein soll. Okay? Also von der Seite machen wir wieder größer. Ja? Also es schaut wirklich genauso aus, wie du das gerne möchtest. Du hast freie Gestaltungsmöglichkeit. Und das finde ich eine tolle, tolle Sache. Den Theme Editor selbst, wie gesagt, schauen wir uns später an. Jetzt gehen wir wirklich zu den Kursen, zum Kurs selbst. Okay? Du siehst hier auf der linken Seite die Punkte Home, FAQ und Fragen stellen. Ja?
sind standardmäßig drin. Ich weiß nicht, warum das noch nicht übersetzt ist, weil es ist eigentlich schon übersetzt. Na gut, werden wir noch mal gucken. Hast du hier die Möglichkeit, eben eine Frage zu stellen? Du, was geht hier ab? Vantrova.marco@gmail.com. Dann klickst du auf Senden. Okay, und jetzt steht hier, deine Nachricht wurde an den Kursleiter geschickt. Wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe in die Kursübersicht, ja, das hier ist, ja genau, dann sehe ich jetzt hier, nicht registrierter Nutzer, du, was geht hier ab? Also ich sehe hier genau im Grunde, wann ist es geschickt worden, ja, 19.27 Uhr, genau jetzt. Ich sehe die Nachricht, was geht hier ab, und ich sehe die E-Mail, wohin geschickt werden soll. Okay, zusätzlich habe ich ja vorhin auch eingestellt, dass ich eine E-Mail bekommen soll. Dementsprechend, da habe ich die, habe ich eine falsche E-Mail gegeben. Dementsprechend würde ich die jetzt hier auch sehen. Okay, hier. Gut, wir gehen zurück eben in die Kursmodule, die eben hier noch nicht vorhanden sind. Das heißt, wir haben eben hier nur Home, FAQ, Fragen stellen. Und wir haben hier den Abschlusstest. Bedeutet, kann ich jetzt nicht machen, weil der ist natürlich gesperrt, dass man hier im Grunde dann nach Abschluss des Kurses den Test machen kann und dann eben, wenn alles richtig ist, seine Fragen, sein Zertifikat bekommt. Gut? Jetzt werden wir mit dem ersten Modul anfangen. Und für dich ist jetzt einfach nur wichtig zu wissen, was ist ein Modul? Oder formulieren wir so. Ja, was ist der Unterschied zwischen Modul und Einheit? Ja, im Grunde ist es ganz einfach. Ein Kurs besteht aus Einheiten, aber auch aus Modulen. Ja, und du kennst es vielleicht von anderen Kursen, die haben dann 3, 4 Module. Und jedes Modul hat verschiedene Unterkategorien, also sogenannte Lessons oder eben Einheiten. Okay, ich habe lange überlegt, wie übersetzen wir Lessons, ja. Vielleicht hat von euch jemand eine Idee, eine bessere Idee als Einheit, aber ich glaube, Kurseinheit trifft es recht gut. Damit wir also die eigenen einzelnen Kurseinheiten erstellen können, müssen wir zumindest, also ein einziges Modul brauchen wir auf jeden Fall. Ohne das geht nichts. Okay, also schreibe ich jetzt hier, weil ich will mehr haben, ja, Modul 1. Da kannst du auch eine Beschreibung reingeben. Module 2, machen wir mal 5 Module, 3, Modul 4 und Modul 5. So, und wenn wir jetzt in das Frontend schauen, dann siehst du jetzt hier, haben sich hier eben neue Punkte hinzugefügt, nämlich Modul 1, 2, 3, 4 und 5. Der Klick auf das jeweilige Modul, da passiert nichts aktuell, denn wir haben noch keinen Inhalt drin. Und das ist das, was wir jetzt machen. Das heißt, wir sagen jetzt, okay, Modul 1 soll jetzt auf jeden Fall mal Content bekommen. Also klicken wir hier auf das Pluszeichen und wenn du mit der Maus drüber fährst, siehst du die jeweiligen Infos. Bedeutet, wir haben hier die Möglichkeit, eine neue Kurseinheit, eine neue Lesson hinzuzufügen. Wir haben die Möglichkeit, durch Klick nach unten die Einheiten anzuschauen. Wir können ein komplett bestehendes Modul, weil wir sagen, alles wiederholt sich und es wird nur das Video ausgetauscht zum Beispiel. Ja, kannst du hier einfach auf Duplizieren gehen. Ja, und du hast natürlich die Möglichkeit, auch das Modul nachträglich nochmal zu bearbeiten. Okay? So. Was wir jetzt aber machen, wir fügen ein neues Modul hinzu. Und hier passiert jetzt eigentlich die ganze Magie. Okay? Denn hier haben wir jetzt den Inhalt der verschiedenen Stunden. Und der ist ebenfalls ganz, ganz leicht aufgebaut, nämlich in Allgemein, Inhalt, Drip Content, Links, Dateien, Test und Kommentare. Kommentare ist klar. Haben die Leute die Möglichkeit, sich untereinander in diesem Test auszutauschen, dir Feedback zu geben, etc. pp. Test
da haben wir jetzt eine Besonderheit, denn du hast die Möglichkeit, nicht nur einen Abschlusstest zu machen, sondern du hast die Möglichkeit zu sagen, nach jeder Einheit muss ein Test gemacht werden. Also die Leute müssen nach jeder Einheit, die sie fertigstellen oder die sich anschauen, von mir aus ein, zwei, drei Fragen beantworten. Ja, dann kannst du das hier machen. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, Dateien hochzuladen, Links dazu zu fügen. Du hast die Möglichkeit, Content, also diese Einheiten, nach einer bestimmten Zeit automatisch zu aktivieren. Und unter Inhalt hast du die Möglichkeit auszuwählen, was eingefügt werden soll. Okay, da kommen wir gleich noch dazu. Jetzt gehen wir erstmal in Allgemein. Und hier ist jetzt wichtig, muss der Teilnehmer sich registrieren, um diesen Kurs anzuschauen? Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, denn wir haben vorhin gesehen, es gibt die Möglichkeit, dass manche Kurse frei sind oder manche Einheiten frei sind und manche nicht. Und wenn du das eben aktivierst, dann kommt hier diese Checkbox, sage ich mal, okay, dieser Regler. Und wenn du sagst Nein und du lässt das frei, dann ist dieser Kurs für jeden ersichtlich. Und das machen wir jetzt einfach auch mal so. Und da nennen wir das einfach jetzt mal Modul Übersicht. Okay? Hier kannst du jetzt eine kurze Info eingeben. Lorem ipsum. Ui. Lorem ipsum. Lorem ipsum. Und im nächsten Step gibst du eine Dauer ein. Ja? Das heißt, wenn es ein Video ist, es geht, keine Ahnung, 5 Minuten, dann schreibst du hier 5 Minuten. Okay? Zusätzlich kannst du sagen, okay, wie sieht es aus? Wie ist der Inhalt hier? Ist es wirklich lernintensiv oder ist es recht easy? Je nachdem ist es entweder leichte Kost, anspruchsvoll oder wirklich harter Tobak, ja, und dementsprechend können die Leute dann auch sehen, okay, was kommt hier jetzt auf mich zu? Ist nur eine Einführung, also sagen wir leichte Kost. Und bei Inhalt nehmen wir jetzt einfach ein YouTube-Video. Na schau. Bilderall TV, eigenen Online-Kurs erstellen. Geh mal in meinen Channel rein. Und wir nehmen jetzt hier einfach mal ein Video. Da nehmen wir jetzt hier den Weekly Newsflash von vorhin. Adresse kopieren. Und geben diesen Link hier ein. So. Wenn wir jetzt wieder ins Frontend gehen, ja, und klicken auf Modul 1, dann klappt das hier auf. Ganz, ganz wichtig. Okay, klappt hier auf und auch wenn ich nicht registriert bin, ich kann es mir ansehen. Okay, ich kann es mir genauso ansehen, wie es vorgegeben ist. Du hast jetzt hier aber auch nicht, und jetzt gehen wir wieder rein, nicht nur die Möglichkeit unterm Inhalt, ja, nur ein YouTube-Video zu nehmen. Du kannst ein Vimeo-Video einbinden. Du kannst ein Video von deinem Computer hochladen. Du kannst ein Video von Amazon S3, ja, ist auch so ein Hosting-Service für Dateien, einbinden. Du kannst Soundcloud, also sprich Audio einfach nur machen. Du kannst Slideshare-Präsentationen einbinden, eine PDF-Datei, eine Website einbinden, HTML-Code einbinden, ein Bild oder eine Grafik nur, was für mich keinen Sinn macht, aber gut. Oder aber du sagst, nö, da gibt es jetzt nur Text, dann wählst du einfach Just Text oder nur Text aus. Okay? Wir fügen eine neue Lerneinheit hinzu. Und das sagen wir jetzt hierfür. Muss der Nutzer sich registrieren? Und hier sagen wir jetzt einfach mal, keine Ahnung, die erste richtige Lernstunde. Auch hier wieder Lorem Ipsum, bisschen Text dazu. Das machen wir jetzt mal anspruchsvoll. Und bei Inhalt geben wir jetzt einfach ein anderes Video ein, nämlich das hier. So, Rechtsklick. Kopieren und einfügen. Ja, ich persönlich empfehle euch natürlich ganz dringend, wenn ihr einen Kurs um Geld verkauft, ja, nehmt keine YouTube-Videos, weil es wäre das Schlimmste und Peinlichste, was ihr machen könnt. Das ist jetzt wirklich meine Meinung. So,
Dadurch, dass wir jetzt ein zweites Modul hineingenommen haben, hat sich die Leiste, die gerade noch, vielleicht hast du es bemerkt, bei 100% war, auf 50% minimiert. Warum? Weil jetzt haben wir nicht nur ein Modul, sondern zwei. Und das System rechnet hier wirklich runter, wenn du jetzt zwei Module hast, ja, bei wie viel Prozent bist du aktuell? Okay, also sehr, sehr gut. Wenn wir jetzt noch eine dritte Einheit hinzugeben und auch hier Lorem Ipsum harter Tobak. Jetzt geht's los und bei Inhalt mache ich jetzt einfach mal der Einfachheit halber nur Text. Okay, gehe auf Speichern. So. Jetzt aktualisiere ich nochmal und jetzt geht das runter auf 33%, denn wir haben drei Module und ich befinde mich im ersten. Also ich hoffe, es ist verständlich für euch. Okay? So, unter dem Reiter Kommentare, ja, haben wir eben die Möglichkeit, Kommentare hinzuzufügen. Ja? Hier ein bisschen bla bla bla, damit alle sich wohlfühlen. So, okay. Und jetzt würde ich auf Absenden gehen und hier kommt dann der Fehler Autorisierung fehlgeschlagen. Warum? Weil natürlich Kommentare nur von Leuten gemacht werden können, die registriert sind und die eingeloggt sind. Ja, weil sonst hätten wir hier lauter Spammer und das wäre natürlich fatal. So, jetzt haben wir also hier unser Video, das free ist, ja, für alle und die Leute können sich jetzt ein erstes Bild davon machen. Okay? Jetzt gehen wir hier nochmal rein und jetzt gehe ich zum Beispiel mal auf Links. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, eine URL hinzuzufügen, https://google.de. Hier geht's zu Google. Ich gehe auf Speichern. Okay, kann einen neuen Link hinzufügen, ja, weil wir jetzt zum Beispiel in dem Kurs über irgendwelche Gratis-Software-Beispiel geredet haben, ja, dann gibt es hier die Möglichkeit, https, gibt es hier die Möglichkeit, noch was.de, noch was, gibt es hier die Möglichkeit, eine kleine Linksammlung hinzuzufügen. Okay, und wenn man das jetzt aktiviert, dann sieht man hier jetzt einen neuen Punkt, nämlich Links. Okay, und hier findest du jetzt im Grunde den Link und die Beschreibung, um was es da jetzt geht oder was die Leute da erwartet. Gut. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, auch Dateien hochzuladen. Das heißt, ich klicke jetzt hier auf Datei hochladen, kann jetzt hier, nehmen wir jetzt hier mal so eine Grafik, ja, könnte ein PDF, ein Video, was auch immer sein, ja, und sage jetzt hier einfach mal, Workbook, Entschuldigung, das kann man nicht mehr ändern. So, hier Workbook für den Kurs. Gehe auf Hochladen und gehe auf Speichern. Und jetzt gibt es hier einen neuen Reiter, der nennt sich eben Dateien. Und hier hat man dann die Möglichkeit, in dem Fall zum Beispiel das Workbook runterzuladen. Ich sehe jetzt hier gerade, dass der Mick lauter leere Wörter schreibt, weiß nicht, ob da jetzt die Katze auf der Tastatur hüpft oder ob da er gerade nicht schreiben kann. Ich weiß es nicht. Wenn so ist, einfach nochmal neu laden und dann sollte das passen. Dürfte aber eigentlich nicht sein. So, kann ich die erledigten Module als fertig kennzeichnen, damit ich eine Info habe, was schon erledigt ist. Da kommen wir noch drauf, denn das ist, ja, ich sag mal, relativ simpel und einfach. So, Dateien haben wir jetzt hier gemacht und Test. So, hier haben wir jetzt im Grunde die Möglichkeit zu sagen, wir stellen jetzt sicher. Und da kommen wir jetzt eben im Grunde zu dem Punkt, was Dietmar auch gerade gefragt hat. Ist vielleicht ein bisschen anders, als du gedacht hast, aber das ist die einzige Möglichkeit aktuell. Nämlich, dass du hergehst und eine Art Zwischentest machst. Okay? Und der Zwischentest sieht dann so aus, ja, dass du zum Beispiel sagst, okay, diese
Stunde wurde komplett, wie sagt man, durchlaufen. Wurde von mir komplett durchlaufen. Okay, dann gehe ich auf Hinzufügen und gehe auf Speichern. Und jetzt ist so, dass man dann hier eben zu diesem Punkt gehen muss, zu diesem Zwischentest, damit man auf den nächsten zugreifen kann, was jetzt hier nicht geht, weil es eh frei ist, ja, aber so wäre das, ja, und daran erkennst du im Grunde das oder wo du gerade stehst, denn du kommst nur in die nächste Stunde, wenn du hier das Ganze abgeschlossen hast, ja, und wenn du es eben wirklich so machst, dass du sagst, okay, Kurs ist abgeschlossen und fertig, dann ist das völlig ausreichend und die Person kommt nur dann weiter, wenn dem so ist, okay. Gut, was wir gerade gemerkt haben, ist eben, ich wollte jetzt hier auf den nächsten Punkt gehen und das geht nicht, denn die Stunde ist geblockt, diese Einheit, weil wir gesagt haben, okay, dieser ist jetzt frei, die Übersicht, sprich, was erwartet dich in diesem Modul, bla bla bla, kurze Zusammenfassung, aber das hier ist alles gesperrt. So kannst du ein bisschen Hunger machen, ja. Und die Leute kommen wirklich nur dann weiter, wenn sie sich eingeloggt haben. Und eingeloggt bedeutet gekauft haben. Gut? So, und im Grunde ist das hier schon die ganze Zauberei des neuen E-Learnings. Was man hier jetzt eben beachten muss, gewisse Dinge gehen nur, wenn die Registrierung notwendig ist. Ja? Und du weißt ja hier im ersten Step bei Registrierung und Sicherheit haben wir eben ganz klar gesagt, okay, was geht nicht. Wenn wir jetzt wieder in die Moduleinheiten gehen, jetzt zum Beispiel hier wieder drauf gehen und sagen Drip Content, dann steht hier ganz klar, um Drip-Content korrekt anzeigen zu lassen, muss Registrierung für den Kurs aktiv sein. Bedeutet, hier musst du im Grunde umschalten auf Registrierung benötigt, um Kursinhalte sehen zu können. Nur dann hast du die Möglichkeit, Drip-Content auszuwählen. Ist ja klar, denn wenn es frei für jeden ist, kann das System ja gar nicht erkennen, hat der sich jetzt registriert und wann und wie und überhaupt. Und dementsprechend kannst du jetzt hergehen und kannst sagen, okay, Minuten, Stunde oder tageweise kann verzögert werden. Du hast gerade schon gesehen, hier haben wir alles korrekt angezeigt. Welche haben wir jetzt hier? Erste Lernstunde. Und jetzt würde ich hier hergehen und sagen, nach einem Tag. Bei jetzt geht's los, zum Beispiel nach 2 Tagen. Im echten Leben, sage ich jetzt mal, wird die tageweise Darstellung wahrscheinlich, ja, wobei kann auch sein, oftmals ist aber eher so, dass man sagt, okay, das Ganze funktioniert nur, wenn oder funktioniert am besten, wenn man sagt, okay, jede Woche neuer Content. Ja, es kommt immer darauf an, welche Art von Kurs du anbietest, welche Art von Kurs du verkaufst, aber dementsprechend wird das Ganze dann korrekt funktionieren und du hast hier aber eben nur die Möglichkeit herzugehen und zu sagen, alles klar, so ist das. So, jetzt haben wir hier das Modul 1 natürlich, nein, jetzt ist gesperrt. Ja, also es steht jetzt hier ganz klar, du musst dich einloggen, um Zugriff zu haben. Bedeutet, wenn die Leute das nicht machen, ja, dann ist es wirklich so. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute sehen können, welche Module sind da, wie viele Einheiten pro Modul. Das heißt, wenn du das jetzt öffentlich hättest im Internet, ja, dann können die Leute sich wirklich ein Bild davon machen. Zugreifen können sie aber nicht. Und das ist eben wiederum ganz, ganz wichtig. Also dieses System ist relativ safe,
oder sehr, sehr safe. Es ist safe, ja, bombensafe eigentlich, ja. Und die Leute haben keine Möglichkeit, darauf zuzugreifen, wenn sie nicht registriert sind. Ich gehe jetzt wieder hoch und sage, Registrierung ist offen, denn ich möchte mich jetzt registrieren, um eben zu zeigen, wie es funktioniert. Okay, bedeutet, ich gehe jetzt hier auf Register. Auch das hat Bilder sehr, sehr schön gemacht, beziehungsweise unser russisches Design-Team. Und ich sage jetzt hier einfach mal Marco Test. E-Mail ist wantroba.marco@gmail.com. Hier gebe ich jetzt einfach mal ein schönes Passwort ein und gehe auf Account erstellen. So, jetzt sieht man erstmal, also immer wenn man sich einloggt, kommt man in sein Profil. Man sieht also jetzt hier, habe eine Möglichkeit, Foto zu ändern, Bild hochzuladen. Ja, das werden wir jetzt einfach mal ganz kurz machen, weil es halt so schön ist. Ja, ich nehme jetzt hier mal das Kätzchen. Chip, chip. Okay. Wird automatisch gespeichert, wird hier überall ergänzt. Und wenn ich jetzt irgendwo auch kommentiere, also das ist jetzt mein Bild. Ich habe hier die Möglichkeit, mein Profil zu ändern und ich sehe hier meine Testresultate. Was jetzt aber viel wichtiger ist, ist Folgendes. Ich gehe jetzt hier auf Modul Übersicht und tada, es ist ersichtlich. Bedeutet also, es funktioniert hier wirklich reibungslos, dass der Content freigeschalten wird und angezeigt wird, nur für die Leute, die da drin sind. Okay? Und jetzt, Himmel, Herrgott, jetzt kann ich auch kommentieren. So, jetzt klicke ich auf Senden und hier ist mein Kommentar abgegeben. Okay? Und hier noch einer. Und ich persönlich finde das eine tolle Geschichte, weil man hier einfach sagen kann, okay, die Kursteilnehmer können sich hier jetzt austauschen. Okay? Du kannst aber auch hergehen und sagen, okay, man kann darunter auch hier, keine Ahnung, ja, das finde ich schön. Ja, wenn du dich jetzt da als Kursleiter einloggst, dann könntest du im Grunde hier auch Antworten geben und du siehst hier so einen richtig schönen Tree, ja, so einen Konversationsbaum. Gut. Die erste richtige Lernstunde haben wir hier eingegeben und da siehst du jetzt auch im Grunde das, was ich gesagt habe. Ja, du kannst hier nicht weiter, bevor du den Test nicht abgeschlossen hast. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil du so einfach sicherstellst, die Leute lernen. Im Bestfall. Okay, also gehe ich jetzt hier auf zum Test und da steht jetzt hier einfach, diese Stunde wurde von mir komplett durchlaufen. Richtig oder falsch? Ich sage richtig und gehe auf Finishen und sage ja. Zwischentest, Resultat 1 von 1, gehe zur nächsten Einheit. Okay, und so kann ich zur nächsten, also kann ich wirklich von Einheit zu Einheit zu Einheit zu Einheit gehen, mit der Möglichkeit, dass ich im Grunde genau sehe, wo stecke ich aktuell. Warum steht jetzt hier, dass die Stunde oder diese Einheit blockiert ist? Ganz einfach, wir haben angegeben, dass wir hier eine Verzögerung von einem Tag haben ab Registrierung oder Einloggen. Bedeutet, wir haben jetzt genau 3 Minuten und 5 Sekunden hinter uns, die wir hier eingeloggt sind. Und genau deswegen kann ich erst in 23 Stunden, 56 Minuten drauf zugreifen. Okay? Und das ist sehr, sehr gut. Ganz, ganz gut. Okay? Somit kannst du sicherstellen, dass wenn du eben wirklich dastehst und sagst, okay, ich habe eine Mitgliedschaft, eine monatliche, die Leute können nicht schneller abschließen oder die Leute können jetzt hergehen und alles innerhalb von 2 Tagen konsumieren und danach einen Refund oder irgendwas machen, ja, damit kannst du dich auch wirklich als Verkäufer, als Kursersteller absichern. Okay? Wir gehen jetzt einfach nochmal raus im Backend und gehen auf die Kursdaten. Haben hier eben im Grunde die Nachricht von mir vorher. Wir sehen hier die Teilnehmer. Und wie die liebe Claudia gefragt hat, ob man auch sehen kann, wie der Lernfortschritt der einzelnen Schüler ist. Ja? In dem Moment, wo ich auf den Namen klicke, sehe ich die Daten, nämlich die E-Mail, wann registriert wurde, wie der Abschlusstest ist, den wir noch nicht haben. Ja?
aber, und das ist jetzt wichtig, der Fortschritt. Das heißt, ja, liebe Claudi, man sieht hier ganz genau, wie der Kursfortschritt des jeweiligen Schülers, so nenne ich es mal, ist, okay, und hat die Möglichkeit, sich hier auch Notizen zum Schüler zu machen. Ja? Wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, keine Ahnung, ist jetzt die Claudi, dann könnte ich jetzt reinschreiben, Claudi, keine Ahnung, Claudi, ah nein, ist ja der Marco, also schreibe ich jetzt, der Marco ist ein bisschen anstrengend, nicht zu sehr verwöhnen. Das sehe nur ich. Okay, oder vielleicht ein Mitarbeiter von mir, der halt da Zugriff drauf hat, okay. Und dementsprechend kann man hier einfach noch ein paar Notizen zum jeweiligen Kursteilnehmer machen. Ja, man kann dann auch, wenn das aktiviert ist, sehen, welche Einheit wurde jetzt zuletzt angeschaut, beziehungsweise welches Modul. Okay, und das finde ich ein tolles Feature. Bei Testergebnis kann man drauf gehen und sieht dann eben beim Abschlusstest, wer bestanden hat und wer nicht bestanden hat. Okay? Also von der Seite, auch das ist möglich. Und im Grunde, es gibt jetzt hier noch ein paar Übersetzungsgeschichten, die noch gemacht werden müssen. Aber ansonsten ist das Ganze ganz, 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 ganz einfach. Wirklich ganz, ganz einfach. Was ich schön finde, wenn ich jetzt zum Beispiel hier im Kurs drin bin, dann habe ich jetzt, weil ich bin jetzt hier als Kursteilnehmer, ja, dann habe ich als Kursteilnehmer die Möglichkeit, mir zu den verschiedenen Modulen und Einheiten Notizen zu machen. Bedeutet, ich sage jetzt hier einfach, nicht vergessen, alles hat seinen Preis. Klick auf Hinzufügen und fertig. Und schon kann ich mir Notizen machen zum jeweiligen Video, ja, oder zum jeweiligen, zur jeweiligen Einheit. Und das ist einfach toll, weil ich da stehe und sage, okay, ich muss mir jetzt hier nicht irgendwie Stift und Zettel nehmen, sondern ich kann einfach sagen, oh, und das ist auch noch wichtig, okay? Und schon kann ich mir hier einfach wirklich zu den einzelnen Lessons, zu den einzelnen Stunden verschiedene Notizen machen, die für mich als Kursteilnehmer einfach wichtig sind. Okay? Gut. Wie gesagt, wir haben hier ein funktionierendes System. Wir haben hier ein sehr, sehr gutes System. Und ich glaube, das habt ihr auch gesehen, es ist ganz, ganz einfach wirklich im Handling der jeweiligen, im Grunde von allem. Also wirklich, ich glaube, es gibt nichts Einfacheres. Ja. Was ich eben praktisch finde und schön finde, wenn man sagt, okay, man hat ein Modul, man hat eine Einheit im Modul und im Grunde so alles gleich ablaufen, dann gehe ich hier eben wirklich auf Duplicate, ja, und sage, okay, das ist jetzt Modul 6, gehe auf OK. Und wenn ich dann hier reinschaue, dann habe ich im Grunde all das, was ich in Modul 1 wirklich hatte, hier schon drin, muss nur die Texte vielleicht ändern, Videos austauschen und fertig. Ja. Für mich persönlich macht das jetzt ein bisschen wenig Sinn, weil ich sage, im Grunde sind eh alle gleich und der Kurs ist so einfach erstellt. Ja. Manchmal kann es aber vielleicht sinnvoll sein. Man kann es auf jeden Fall kopieren. Okay? Gut. Im Grunde sind wir jetzt hier mit einer Stunde schon fast durch zu den wichtigsten Themen. Ja. Display Progress habe ich jetzt mal deaktiviert, gehe jetzt wieder in die Modulübersicht, lade die Seite nochmal neu und im Grunde hat man dann hier diese Leiste nicht mehr, ist also wirklich deaktiviert. Ja. Verzeihung. Ich finde es aber gut, deswegen aktiviere ich es, weil man so einfach ein bisschen Überblick hat als Kursteilnehmer auch, wo stehe ich gerade, okay? Ich finde das hier wichtig und ganz, ganz gut, nämlich der Editor, okay? Und ich verstehe es ja gerade überhaupt nicht, weil die Dinge waren definitiv alle übersetzt. Also da muss ich mal mit dem Entwickler reden, habe ich keine Ahnung, was hier gerade passiert ist, ja? Was du hier machen kannst,
Ja, du kannst jetzt hergehen und kannst sagen, okay, du passt diese Optik oder die Optik deines Kurses, ja, an. Und zwar genau so, wie du das gerne willst. Ja, kannst auch hier von oben, ja, also du kannst es wirklich so machen, wie du das gerne möchtest. Das Wichtige hierbei ist jetzt, wenn du das machst, ja, lassen wir es mal so, mach mal boxed, dann wird es ganz klein, schmal, nee, boxed gefällt mir nicht, mach mal full width, Navigationsbeanzeige, folded, nee, lassen wir das mal, ja, Variante Style 1, Style 2, nö, 2 gefällt mir sehr gut. Jetzt kannst du aber auch hergehen und sagen, du änderst die Farben. Ja, du kannst jetzt hergehen und sagen, okay, ich möchte jetzt hier einen Blauton, ja, und innerhalb dieser Blautonfamilie diese Farbe, ja, dann wird die genau so genommen und übertragen. Okay, jetzt haben wir hier nochmal einen Blauton, einen dunklen, nee, machen wir ein bisschen heller, ja, machen wir so. Okay, so hast du jetzt die Möglichkeit, die Farben so anzupassen, wie du sie gerne möchtest. Okay, ist für mich eine, ich sage es mal, Spielerei, aber eine angenehme Spielerei, weil du hier wirklich hergehen kannst und sagen kannst, okay, ich mache das so, wie es für mich passt. Wenn ich jetzt hier auf Save Theme Settings gehe, okay, und ich rufe jetzt hier diesen Kurs auf, machen wir inkognito, ja, dann siehst du, dass der genau so angezeigt wird, wie ich das gerade eingestellt habe, okay, bedeutet hier diese Farben werden genau so verwendet, wie ich das will, wie sie mit meiner CI zusammenpassen und fertig. Wenn du jetzt da stehst, ja, jetzt aktualisiere ich das hier auch. Wenn du jetzt da stehst und sagst, du, das gefällt mir jetzt gar nicht oder ich brauche eine andere Farbe, ich brauche eine spezielle Farbe, dann hast du auch die Möglichkeit, wir gehen da jetzt wieder raus, eigene CSS-Anweisungen hinzuzufügen. Ja, das ist jetzt wirklich wichtig und geht nur dann, wenn du dich auskennst. Okay? Bedeutet, wenn du jetzt da stehst und sagst, keine Ahnung, du willst hier die Farben vom Hintergrund in einer anderen Farbe haben, ja, oder du willst, keine Ahnung, die Überschrift hier ein bisschen größer haben, ja, dann musst du diese jeweiligen CSS-Anweisungen halt bearbeiten. Ja, jetzt sagen wir einfach mal zum Beispiel, ich will jetzt hier 44, ja. Du hast gesehen, das hat sich jetzt hier komplett geändert. Er ist jetzt von 24, was es vorher war, auf 44. Okay, also größer. Und dann kopierst du das einfach hier. Ja, so funktioniert das halt. Dann kopierst du das hier und gibst das hier rein. Und jetzt gehen wir hier mal wieder zurück. Ja, Original. So. Jetzt lade ich die Seite neu. Und erinnere dich, so groß war die Schrift. Und du siehst jetzt hier die Überschrift. Und die ist überall. Ja, also die ist überall jetzt so groß, weil ich das im Grunde im Code jetzt überschrieben habe. Und das kannst du aber. Genauso kannst du Farben überschreiben. Du kannst die Buttonfarben anpassen. Du kannst im Grunde jedes Element hier mit dieser Funktion überschreiben. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache, weil du da einfach den Kurs nochmal mehr auf dich branden kannst und das Ganze einfach stimmig ist. Okay? So, Frage von mir, gibt es hierzu irgendwelche Fragen? Ich behaupte jetzt einfach mal, wahrscheinlich nicht, denn du hast gesehen, es ist ja wirklich, wirklich relativ einfach im Handling. Das Einzige, was du jetzt noch wissen musst, aber dafür ist eben das Super-Checkout, Training etc. pp., dass du einfach nur
das Ganze mit dem Super-Checkout verbindest, das Ganze von mir aus auch mit dem Member-Bereich verbindest. Es gab heute im Weekly Newsflash dazu eben eine kurze Info, wie das funktioniert. Und das ist wirklich im Grunde alles, was du über das E-Learning wissen musst. Ja, du hast die Möglichkeit, aus verschiedensten Quellen den Kursinhalt zu erstellen. YouTube, Vimeo, iFrame, PDFs, Slide, Präsentationen, Slideshare-Präsentationen, Amazon und. Also du kannst wirklich PDFs, Text, HTML, also wirklich alles. Ja, du hast im Grunde die absolute Hoheit, ja, über die Art und Weise, wie du deinen Kurs anbieten kannst. Du kannst Fragen machen, du kannst Tests machen, du kannst Inhalt sperren, du kannst es versetzt freigeben. Du hast all das gesehen, wie einfach das funktioniert. Und zwar nicht nur die Einstellung, sondern auch das Ergebnis. Ja, du hast gesehen, ich konnte nicht mehr zugreifen auf den zweiten Part, weil der erst später freigegeben wird. Ja, also das sind eben wirklich diese Punkte, wo ich der Meinung bin, da stehen wir den Großen oder den Alteingesessenen mit dieser Kursplattform, ja, in nichts, wirklich in nichts hinterher. Im Gegenteil, ich habe zwei andere Plattformen, die ich bisher verwendet habe, wo die eine ein Ticken mehr noch kann, aber die ist auch schon seit, glaube ich, 6, 7 Jahren auf dem Markt. Ja. Ihr kennt die Geschwindigkeit von Bilderall, das geht boom, 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 ja, und dann können wir das auch. Viel wichtiger finde ich aber eben wirklich, dass man sagt, okay, man ist trotz allem flexibel, Ende nie. Und ich persönlich glaube, für jeden, der darüber nachdenkt, einen Online-Kurs zu erstellen. Ein Mitglied der Reto in unserer Community hat das Ganze ja auch schon gemacht. Er hat jetzt einen Online-Kurs gelauncht, der, von dem ich weiß, dass er eben hier mit Super-Checkout und Member-Bereich und E-Learning gemacht wurde. Ja, riesengroße Sache. Es kann jeder einfach, ja, es kann jeder. Und wenn du da schon sagst, ja, ich weiß, um was ich verkaufen soll oder was, über was ich einen Kurs machen soll, mein Gott, es wird irgendwas geben, in dem du dich auskennst. Es wird irgendwas geben. Und wenn du da schon sagst, keine Ahnung, ich bin der volle Gärtner-Freak, ja, dann biet irgendeinen Kurs für Gärtner an, ja. Wenn du sagst, du bist ein Hundeflüsterer, dann biet einen Kurs an, wie Leute ihren Hund besser verstehen können. Ja? Fokussiere dich nicht nur auf eine kleine Zielgruppe, wie jetzt zum Beispiel unsere Community, sondern überleg wirklich, wie kannst du die Masse da draußen ansprechen. Und es gibt so viele Leute, denen du noch irgendwas Tolles erzählen kannst. Und auch wenn du da schon sagst, oh, gibt's ja alles schon, kann ich dir sagen, mag sein, aber es gibt noch keinen Kurs mit dir. Ja? Und du hast vielleicht eine richtig geile Art, ja, die den Leuten sympathisch ist, ja, dann mach das. Und wenn du da stehst und sagst, okay, nein, ich bin ein Krantler und ich bin immer negativ und ich kann keinen Kurs verkaufen, dann, und ich glaube das nicht und überhaupt, dann stehe ich da und sage dir, okay, ich bin nicht hier, um dich zu überzeugen, es machen zu müssen, sondern ich bin hier, um zu sagen, wenn du es machen möchtest und es gibt sicherlich was, worin du gut bist, wo du Wissen weitergeben kannst, ja, dann hast du mit Bilderall, mit der E-Learning-Plattform die perfekte Möglichkeit, einfach, unlimitiert, geil. Ja, unlimitiert, auch ein wichtiger Punkt, denn es gibt da draußen, auch im deutschsprachigen Raum, Mitbewerber, ja, ich nenne jetzt keine Namen, aber die fangen mit C an und hören mit OG auf, zum Beispiel, wo du zum Beispiel wirklich, keine Ahnung, extrem eingeschränkt bist in der Anzahl. Ich glaube, im größten Paket kannst du 3 Kurse machen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wenn ich euch Unrecht tue, dürft ihr mich gern korrigieren. Aber Entschuldigung, dafür zahle ich 60, 70, 80 Euro. Ja, das sind einfach Themen, wo ich sage, das geht doch nicht. Ja, gerade wenn jemand was machen möchte, dann soll er doch erstmal ein paar Euro verdienen. Ja, und hier hast du wirklich die Möglichkeit zu sagen, okay, unlimitiert viele Kurse erstellen, unlimitiert jeder Kurs, unlimitiert viele Module, Einheiten und so weiter. Und deswegen ist es wirklich eine geile Sache und ich kann dir wirklich, 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 wirklich anbieten, mach's. Mick schreibt, ja, dann gibt es einen Negativ-Workshop. Genau. Wenn du einfach nur negativ bist, mach einen Negativ-Workshop, um anderen zu zeigen, wie einfach es ist, negativ zu sein. Nein, bitte nicht. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Also hier mit unserer E-Learning-Plattform wirklich eine tolle Möglichkeit. Sehr, sehr einfach. Ich wüsste nicht mehr, was jetzt noch wichtig wäre, denn wir sind im Grunde alles
durchgegangen. Das Einzige, was vielleicht noch wichtig wäre, da werde ich jetzt einfach noch mal kurz meinen Bildschirm übertragen. Aber im Grunde auch schon dreimal gesehen heute. Den Link zu deinem Kurs findest du hier. Und wenn du das Ganze einbinden möchtest, ja, weil du zum Beispiel auch sagst, okay, ist nur unter der Domain aufrufbar, ja, dann musst du diesen Code kopieren und in Cheetah einfügen. Ja. Das zeige ich dir jetzt einfach noch ganz, ganz kurz. Ist ja jetzt nicht weiter schwer. Geh mal in die Seite hinein. Ich habe keine Ahnung, was ich hier für komische Seiten habe. Ah, na guck mal, wie das schön aussieht. So, neu Banner, leerer Banner. Diesen Banner wollen wir jetzt einfach mal, keine Ahnung, machen wir jetzt schon groß. Und in diesen Banner geben wir jetzt einen iframe. Okay? So, ziehe ich jetzt hier rüber, Rechtsklick drauf, allgemeine Einstellungen, Einbettungscode, fertig. So, und schon hast du im Grunde hier, ich meine, ich habe jetzt hier jetzt nicht große Mühe gemacht, das vernünftig anzeigen zu lassen. In dem Fall würde ich das aber ein bisschen breiter machen. Ja, machen wir so. Okay, so. Und in dem Fall habe ich jetzt hier, wenn ich in Vorschau reingehe, meinen Kurs genau hier drin. Ja, habe die Möglichkeit, in die Module hineinzugehen. Ja, wenn du jetzt hier die Farben von deiner eigenen Seite ja noch anpasst, damit das hier stimmig ist und dazu passt, ja, dann hast du hier wirklich ein tolles Erlebnis. Also auch hier relativ einfach das Einbinden, das Aufrufen und ganz ehrlich, einfacher geht es nicht mehr. Okay? Gut. Fragen scheinen hier auch keine mehr zu sein. Die liebe Sandra schreibt, sie nutzt auch schon die neue E-Learning-Plattform. Ist für mich als Technik-Laie sehr, sehr einfach umzusetzen. Ja, im Grunde ist das ja genau das, was ich meine. Ja. Es ist super, super einfach. Du hast hier wirklich, wirklich keine Notwendigkeit, hier Profi oder keine Ahnung was zu haben. Also von der Seite ist es wirklich, jeder kann es. Jeder kann es. Okay? Gut, ich sehe gerade auf YouTube schon auch noch Leute hinzu. Gibt es da auch noch Fragen? Aber keine Fragen mehr, sondern einfach nur Hallo. Perfekt. Auch euch auf YouTube ein herzliches Willkommen. Tipp von mir in Zukunft, direkt in die Builderall-Plattform, weil ich sehe hier ein paar bekannte Namen, direkt unter Builderall.tv das Ganze anschauen. Da haben wir einen Live-Chat und den habe ich dann auch wirklich schön im Auge. Ihr Lieben, das war's. Wir sind bei ein bisschen über einer Stunde heute. Ich denke, es dürften keine Fragen mehr offen sein. Ansonsten einfach noch in die Kommentare. Ich schaue mir das noch an und werde mich dazu auch nochmal melden. Diese Woche wird die Builderall Academy gelauncht. Da wird es dann auch einzelne Tutorials zur E-Learning-Plattform geben. Aber wie auch immer, ich glaube, dieses Live-Training, für die, die es jetzt angeschaut haben, ja, da darf es keine Fragen eigentlich mehr geben. Okay, ansonsten wünsche ich euch einen tollen Abend. Wir sind durch. Genießt noch ein bisschen den Abend. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch ist. Bei uns ist hier wirklich, wirklich sehr, sehr chillig. Wir werden jetzt den Grill noch mal ganz kurz anschmeißen. Und ja, genießen dann den Abend. Lasst es euch gut gehen. Habt eine tolle Zeit. Danke fürs Dabeisein. Und wir sehen uns in der Community wieder. Alles Liebe. Tschö mit euch.